meine, die haben mich jetzt ja nicht angegriffen, aber. Bedrohliche Dinge. Verstehe die Quest gerade nicht ganz. Ja, da drin muss wohl irgendwo ein Kern sein. Das ist ein Mannings-Rätsel. Ist das der Kern, den ich mitnehmen soll? Das ist nicht gut. Mir wackelt es ziemlich verdächtig. Jetzt mit so. Kann man den hier befreien oder? Verstehe nicht ganz, welchen Clown sollen wir sonst befreien. Ach, den hier. Tolle Verzauberung. Die Karren kehren zu Arm zurück. Aha, vielleicht können wir mit den Bällen was machen. Wäre es nicht möglich gewesen, aber Rebellio. Da ist auch noch eine Platte. Müssen ja auch noch irgendwo welche machen. Vier Bälle brauchen wir hierfür, um das Rätsel zu lösen. Rebellio! Gleich wieder entfernen.
Wenn das schlechter ist, können wir es nicht gebrauchen. Dann müssen wir zwar die, wenn wir die Sachen wegschmeißen, müssen wir die Verzauberungen davon aus, aber. Mal je nach, ob hier noch für die Kügelchen, die wir für die für das Rätsel brauchen, sicher aber keins mehr. Ach, hier ist noch ein, hier noch welche. Ich noch mal welche. Steht hier draußen. Jetzt wo wir es fast haben. Halte ich noch mal Ausschau nach denen. Rebellion. Dann müssen die doch irgendwo in der Nähe liegen. Aha, ich sehe was. Merlins kriegen. Ein schönes Gebilde mit einem dunklen Lager. Gnomenlager, keine Ahnung. Der muss hier irgendwo sein. Nicht, vielleicht nicht mitten im See landen. Auch nicht im Haus. Ach, der war das. Fantastisch. Wenn Sie etwas kaufen wollen, fiel mir... Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Schönes Platz. Ich kam sogar relativ leicht an die Karren.
Ich bin froh, dass sie wohlauf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut, vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Das wäre großartig. Gute Idee, Arn. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Wer hier wohl wohnt? Aha. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Haben wir jetzt einen Kobold-Helm? Nö. No. Ich freue mich, darin vorzukommen. So, jetzt haben wir hier noch eine Quest, die würde ich noch machen. In dieser Aufnahme. Die Flugprüfung will ich auch noch machen, aber... Das verlorene Astrolaborium. Ich frage mich, ob wir in der Lage sind zu tauchen. Ob wir das überhaupt machen können. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Tauch auf den Grund des großen Sees. Wir haben eigentlich noch keinen Tauchzauber, der uns tauchen lassen würde. Karte zeigt zwar nach dort oben, aber hier ist das. Hier müssen wir tauchen. Vorsichtig, hier soll ein Krake drin sein. Ich weiß nicht, wie taub ich hier. Würde ich auch ungern ertrinken. Das Astrolabium der Familie Pinch-Smedley sein. Wo von Karten gefressen werden. Schon gefunden. War weniger spektakulär. Grace sollte erfahren, dass ich ihr Astrolabium gefunden habe. Jetzt muss ich erstmal trocknen. Ich dachte, wir kriegen jetzt eine tolle Unterwasseranimation. Tja. Nächstes durften wir ein bisschen schwimmen. Sollen wir nicht mit Incendio bewegen? Accio! Radio Leviosa!
Eine Höhle, die wir später betreten werden. Sieht interessant aus. Hier sieht alles interessant aus. Ich hoffe, der Tauchgang war nicht so schwierig für dich. Hallo Grace. Ich bin zu deinen Koordinaten im großen See getaucht. Oh, unglaublich! Hast du das Astrolabium? Ja, aber es war nicht leicht. Ich verlange eine Entschädigung. Verstehe, das ist nur fair. Sozusagen eine Belohnung für das Bergen des vergrabenen Schatzes. Danke, dass du es geborgen hast. Du solltest nach weiteren Tauchplätzen Ausschau halten. Mit deinem Talent wirst du da unten bestimmt alles Mögliche finden. Nicht so unbedingt. Danke nochmal. Und ich hoffe, du tauchst weiter. Du hast wirklich ein Händchen für Schätze. Meerjungfrau Maske. Okay. Und Level 20. Okay, als Outfit können wir das über die Meerjungfrau Maske nehmen. Aha. Interessante Dinge. Bin ich so der Maskentyp. Wait. Können wir vielleicht auch hier? Ne, können wir nicht. Ich dachte, da können wir auch besondere Dinge ausrüsten. So, Flugprüfung. Das machen wir als nächstes. Wir arbeiten heute richtig ab. Umso schöner, dann sind wir in der im nächsten Stream wieder frei von Destiny-Quests. Können sich ja auf die Hauptquests und auf die Schulaufgaben konzentrieren. Ich denke, das werde ich auch zukünftig so machen, wenn wir unterwegs irgendwelche Sidequests einsammeln. Behalten wir die erstmal für später im Stream. Das mache ich dann an streamfreien Tagen einfach mal eine Runde Nebenquests machen. Warum nicht? Habt ihr zwischendrin mal ein paar Parts, in denen wir Nebenquests machen? Hauptquests ignorieren, das ist doch auch mal nicht schlecht, oder? So nach 10, 12 Parts dann mal so ein bisschen. 2-3 Parts Nebenquests. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich denke, das könnte was sein. Ah, hier haben wir Stopp-Papier. Mit der können wir nicht reden. Hier sind doch irgendwie keine Tiere mehr. Frag mich, wo die hin sind. Mit dir können wir auch nicht reden.
Da ist das Bullenschwert. Da ist aber eine Mauer im Weg. Seitentüren abgeschlossen. Wie kommen wir rein ins Stadion, wenn die Türen abgeschlossen sind? Ich meine, wir haben einen Besen, wir können von oben reinfliegen, aber. Verbringung. Das hilft dabei nichts. Gibt es hier irgendwo einen offiziellen Eingang? Vermutlich. Aha. Was gibt's, Slytherin? Imelda Reyes? Albie Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen. Aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Klopfen gehört? Ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen? Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Na, sag mal. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Hufflepuff. Na, sofort. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Das würde ich gern sagen. Das würde ich gern sagen. Sekunde, wir müssen natürlich... Wenn wir jetzt Slytherin gegen Hufflepuff machen, dann müssen wir natürlich auch entsprechend gewappnet sein. Super. Wer ist das, eine Puppe oder wie? Wie geht's, eine Puppe mit uns? So gut. Nicht zu schnell, sonst verpasst ich noch einen Ring. Das macht richtig Spaß. Oh nein. Ich komm nicht vom Weg her. Das ist halt 2 Minuten 20. Okay. Die werden wir bestimmt nicht unterbieten. Geschafft. Klasse. Ich
lieber alle treffen und dann ein bisschen langsamer sein. Als schnell und nicht. 19. Der wird eine knappe Sache. Den Ring habe ich verfehlt. Ja? 2 Sekunden hinter der Bestzeit. Strafe verpasst. Ah, okay. Jetzt, also, wir haben 3 Sekunden Strafe für einen verpassten Ring bekommen. Das heißt, wenn wir den Ring getraft hätten, wären wir unter der Bestzeit gewesen. Cool. Und die Strafzeit hätten wir es geschafft. Und dann will ich meine Revanche. Schön, dass ich immer noch der Champion bin. Und was sagst du? Probieren wir es nochmal? Revanche. Dich schlag ich. Bereit, wenn du es bist. Ich war jetzt schon besser, nur weil ich den einen Ring verfehlt habe. Entspannt, das schaffen wir. Ach nö. Komm, dann müssen wir aber uns mit Geschwindigkeit machen, um die Strafe wieder auszubessern. Einen Ring darf man mal verpassen. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Geschafft. Da ist das Ziel. Na komm. 2,12. Sogar mit 2,9 und mit der Strafzeit. Fantastisch. Neue Bestzeit. Na, siehste. Geht doch. Das erste Mal war Probe, das zweite Mal war jetzt richtig Finale. Siehste, Hufflepuff gewinnt. Du hast doch geschummelt. Oh. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. Tja. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Wer will denn deinen Respekt verdienen? Ja, genau das. Respekt von deinesgleichen ist mir egal. Du beleidigst andere doch nur. Ihr braucht einfach ein dickeres Fell. Jedenfalls gehe ich zur nächsten Strecke weiter bei Irondale. Die bietet eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Ich bin doch die Beste. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Hier zu Albie Weeks zurück. Unglaublich, dass jemand Imeldas Zeit unterboten hat.
Tja. Mr. Weeks wird sicher gern hören, wie ich mich geschlagen habe. Ich bin die Beste. Ich bin die Beste. Ruf der Map ist O. Dann machen wir mal eine Schnellreise. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So, Weeks. Stimmt, der wollte uns ja Verbesserungen für den Besen geben. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte und ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Können wir mal kurz raus. Und wieder rein. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Na, wonach suchen Sie heute? Ein Besen verbessert hat er noch nicht. Danke fürs Vorbeischauen. Willkommen zurück. Spektakuläre Neuigkeiten. Die Besenaufrüstung ist bereit. Schauen Sie doch mal im Laden vorbei. Ich glaub's nicht. Schwarze Nieten und Schuhe. Na, wonach suchen Sie heute? Besenaufbesserung. Oh, kacke. Ja. So viel können wir gar nicht verkaufen. Okay. Jetzt bin ich wieder blank. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Also es mag Minuten ambitioniert klingen, aber ich arbeite zwei bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Sie jo denken doch darüber nach, oder? Bei Gelegenheit. Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Einen schnelleren und besseren Besen zu bekommen. Wieder bei mir. Und dann geht's los.